Hallo liebe Freunde des gepflegten Echtzeit-Strategiespielspaßes. Es geht weiter mit Anno 1404 Venedig und dem Van Ori, der nicht mit Geld umgehen kann. Yes. Yes, we can. Genau, immer raus damit. Mit allen Möglichkeiten, die man hat. Das Geld muss raus. Ja, so sieht das, so muss das. 8 von diesen blöden Kräutergärten muss ich jetzt hier bauen, das schaffe ich ja nie. Was? 8? Wieso 8? Ja, so ein Klostergarten bewirtschaftet 8 Felder. Ein gutes Geschäft. Ach so, ja. Alter, der Großvisier Al-Subisu, der hat jetzt einen Großeinkauf bei mir gemacht. Der hat ja richtig zugeschlagen. Schön. Ja, willst du deine 3000 wieder haben? Du Arsch! Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeit. Ach komm, jetzt das kannst du mal machen hier. Ich hab jetzt gerade keinen Bock drauf. Was will der denn? I don't know. Versenken Sie das flüchtende Schiff. Es geht nicht. Nicht? Sind alle deine Schiffe in Benutzung oder was? Nee, nicht alle, aber. Ein Günstling des Kaisers? Ja, es ist jetzt nicht unbedingt. Ich bin meinen Ansichten immer treu geblieben. Und so. Muss der Papa es wieder machen? Ja, warte, wo ist es denn? Nee, lass mal. Ich mach das schon. Ich tue Neptune mal aus der Handelsdingsbums raus. Junge, ey. So. Ich bin overweg. Ich bitte euch um einen kleinen Obolus. Ja, da, nimm deine 3000 wieder, du Geizhals. So, mein mit Brot beladenes Kriegsschiff wird jetzt den Feind mit Rosinen bombardieren. Das ist der Rosinenbomber der Meere. Das ist geil. Oh, hier eine Noria hat halt kein Wasser mehr bei mir. Das ist ja Frechheit hier. Das ist echt eine Frechheit, ne? Halt mal tiefer bohren, die Löschen. Gut, ich habe jetzt hier ein Kräuterspaß und bei werdet ihr mir zur Seite Getreide. Ich guck jetzt einfach mal, was passiert, wenn ich jetzt hier die Brauerei baue. Die ausgelastet wird. Ihr werdet mich doch nicht im Stich lassen. Da pusst so ein komischer Landwirt-Typ hier rum. Na. Schau doch. Wo ist mein Ballerballer-Schiff? Meine Schiffe beliefern euch gern mit Waren aus meiner Heimat. Dies Schiff hat Bierproduktion läuft die Lieferung wohlbehalten an ihr Ziel gebracht. Sehr gut. Wichtigste Nahrungsmittel überhaupt wird jetzt endlich produziert. Das ist eigentlich echt seltsam, ne? Das ist eigentlich das Nahrungsmittel überhaupt des Mittelalters gewesen. Stimmt, ja. Weil das war halt sauber, ne? Im Gegensatz zu Wasser. Naja, sauber war das jetzt auch nicht unbedingt, aber es war zumindest sauberer. Ja. Und es hat verdammt gut geschmeckt. Wahrscheinlich nicht. Damals. Spiel gespeichert. Immer dieses Speichern, ey. Oh, schon 2 Stunden um. Was? Och, nö. Ein Sandsturm fegt über eine Insel. Ein Sandsturm über eine Insel. Ich drück erstmal kurz Pause. Vielleicht fängt das ja dann wieder, ja. Ja, das ist aber, glaube ich, diesmal bei mir der Sandsturm. Ich guck mal. Ja, das ist bei mir. Was macht ein Sandsturm? Wahrscheinlich senkt er deine Produktion oder sowas oder lässt die erstmal aussetzen. Ja, und die Nomaden werden pissig hier, sehe ich gerade. Ja, was willst du machen? Eine Stadtmauer rumziehen oder was? Eine Produktion kommt zum Ende. Die haben halt hier so ein Ausrufezeichen über ihrem Ding drüber. Vom Sandsturm betroffen. Ja, tut mir leid. Komm her und geh unter. Kann es nicht ändern. Ja. Ja, die Gebäude haben weniger Produktion. Die Dattelplantage hat gleich mal 0%, ist ja mal krass. Ja, die hat's halt voll drauf, ne? Das ist echt cool. Ich habe 2 Aufträge und der eine Auftrag fährt genau auf den anderen zu. Also kann ich die ja schön abfangen. Besser geht's nicht, ne? Oh, ich bin voll mit Zeilen. Vielleicht, Pause. Und er hat mir empfohlen, eine Vogtei zu bauen. Dann machen wir das nochmal. Das ist eine Vogtei.
Das senkt die Unterhaltskosten von Produktionsgebäuden auf einer Insel. Macht schon Sinn. Also gerade du als... Aber die braucht... Oh, was kostet die denn? Eigentlich kann ich die bauen. Frage ist nur, wohin ich baue. Bauen? Wo kriegt man das Ding denn? Im Patrizierbaumenü ist das. Rechts neben der Kirche. Ah, okay. Okay. Das lohnt sich halt schon. Das würde sich bis jetzt auf meiner Hauptinsel zumindest auf jeden Fall lohnen. Ja, da habe ich auch. Ein Mitspieler übernimmt einen freien Rat. Habe ich auch gerade gebaut. Irgendwer hat einen Ratssitz übernommen. Ja, der Schmalz Lokus hat in seiner eigenen Insel eingekauft. Eine Überraschung. Ah, immer noch eine Pussy. Saubere Buchführung und sehr aufschlussreich. So, was brauche ich denn für die... Ach, kann ich ja noch gar nicht bauen. Wow, ich kann Notizen verfassen in dem Ding. Was bringt das? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß sowieso nicht, wie das Ding funktioniert. Ach, das arbeitet automatisch. Glaube ich, du musst da nichts weiter machen. Ah, man kann nachgucken, wie viele Gebäude man von was besitzt. Nice. Das ist eine gute Übersicht. Mir gusta. Boah, dieses kleine feindliche Kriegsschiff, ne? Statt dass es stehen bleibt und fightet, fährt es weg wie eine Pussy. Also wird dabei immer langsamer, weil du es immer triffst. Ja, es ist echt... Ich überhole das Ding jetzt und greife das Teil gegen die Fahrtrichtung an. Hab gerade einen Fehler meiner Denkweise entdeckt. Ah. Wenn ich natürlich von der Insel, wo ich... Ich muss es anders machen. Oh. Muss die Klosterbrauerei auf der Hauptinsel machen, weil sonst funktioniert das mit dem Getreide natürlich nicht. Weil das ja mal abgeholt wird. Das ist natürlich logisch. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Jetzt fängt er mir an zu erzählen, dass meine Holzpiller keine Waren mehr herstellen. Das abzufangende Schiff wurde versenkt. Yes. Bauen wir das doch ein. Was muss ich jetzt mit dem Ding machen? Womit? Mit den Schiffsbrüchigen. Ja, dort den zurückbringen, zum, ja, Lord Northburg oder wie er heißt. War das Nortyburg? Ja. Oder war das der, nee, es war Nortyburg. Ja. Ich bin sicher, dass das nicht der, Visiertyp war? Ja, weil... Verschlepptes Glück, versenken Sie das flüchtende Schiff und bringen Sie die Beweise zum Konto von Lord Northburg. Nortyburg. Ach, da unten steht's ja. Jupp. Konntet ihr diese wichtige Angelegenheit... Ich bin froh, dass ihr euch dieser wichtigen... Oh, nice, Knete. Ja, ab und zu gibt's auch mal Kohle, das ist nicht schlecht. So. Ja, hat sich ja, bis jetzt hat sich da ja noch nicht so viel getan bei mir jetzt, ne? Muss ich ja ganz ehrlich mal sagen. Bei mir ist Stau am Konto. Stau auf der A1. Ich hab schon wieder zu wenig Fisch. Okay, die Kräutertypis, das ist mehr als genug, wie es aussieht. Die produzieren sogar über. Wie ein so ein Kräuterding? Ja, ich habe jetzt zwei von den Kräuterdingern und ich habe zwei von den Klosterbrauereien und ich denke mal, ich kann noch eine dritte Klosterbrauerei bauen. Und wie viele Getreidedinger hast du da? Bis jetzt zwei, aber ich werde noch einen dritten dazustellen. Also quasi 3-1 auf eine Klosterbrauerei oder wie? Habe ich das jetzt verstanden? Bitte? Wie ist jetzt, also du... Zwei Getreide, nee. Eine Klosterbrau, einmal Kräuter und das dann auf eine Brauerei, oder wie?
Nee, es sind zwei Klostergärten, drei Weizenfarmen, drei Klosterbrauereien. Es ist sehr Denke ich. kompliziert. Ja, wenn es so einfach wäre, wäre es ja langweilig. Also muss ich jetzt auf jeden Fall noch eine eine Kräuterspaßgeschichte hier bauen. Mache ich das nochmal. Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall produziere ich mit zwei von den Klosterbäuereien schon mal genug, um meine Patrizier glücklich zu machen. Davon habe ich 675. Abgesehen davon, dass ich mal endlich mal kleine Lagerhäuser bauen muss, ne? Leider. Oh, das funktioniert so. Der Sandsturm hat sich wieder gelegt. Na, endlich. Jetzt ausgezogen auf der Insel? Alter. Sehr gut. Aber dafür sind die Felder vertrocknet, weil die Noria auch nicht produziert hat oder kein Wasser. Oh Mann, Ach, ey. das ist ja fies. Ja. Weiß nicht, muss man die neu Ja. anlegen oder erholen die sich dann wieder? Wer? Ach, die erholen die Ein Felder Felder, die hier. Felder, die, kommt die zum Felder Erliegen. erholen sich, glaube ich, wieder. Ich Ja. weiß gar nicht, wo ist deine, wo ist deine Direkt unter Fortsetzung? meiner Hauptinsel. Ah Aber ja, da. so wie es aussieht, erholen die sich wieder. Ja. Gern wieder grün. Ich grüße euch. Ja, gut. Ach, guck mal, er verkauft Datteln. Sind aber momentan keine zu haben. Ja, da weil die höchstwahrscheinlich jetzt alle gerade aufgegessen wurden, die noch da waren. Vermutlich, ja. Vermutlich. Bauen wir hier mal noch so eine zweite Brauerei, obwohl die erste auch schon keine Kräuter hat. Aber jetzt müssten eigentlich welche da sein. Und wow. Oh, das war sogar ein Kräuterfeld zu viel. Sehr gut, so. Dann kann ich jetzt noch eine. Nein, kann ich nicht. Was ist los? Ich habe nur noch 44 Das plus. gefällt mir. Was du denn? Weiß ich auch nicht. Was habe ich denn gebaut? Was habe ich denn gebaut, das so viel kostet? Was, bei mir brennt's? Und Dieses dämliche Verwaltungsgebäude kostet einfach mal 40. ja, aber 40 es bringt dir ja auch Unterhaltskosten. wieder was. Nicht genügend Ja. Baumaterial? Das ist jetzt ein Scherz. Ich kann die Feuerwehr nicht bauen, weil wir. Ach, du ahnst es doch nicht. Also. Das ist doch nicht wahr. O Herr, brennt ab. Nee, ich habe einfach eine von den blöden Brauereien wieder abgerissen. Neue Es gibt ja Gebäude stehen Gott zum sei Bau Dank bereit. die Ressourcen wieder. Ach, jetzt wollen die von mir Gerberei und so haben. Ja. Das steht bei mir jetzt auch an. Dann können die nicht einfach mal aufhören. Das hat nie ein Ende. Bettler kommen. Was? Bettler sind auf dem Weg in meine Stadt. Oh Gott. So, Zimmermanns Haus. Gibt das irgendwo, wo war das nochmal, dieses Bettlerhaus? Ja, ich weiß, was du meinst. Gibt es auch. War das denn? Kann man das erst später bauen? Es kann sein, dass man es auch später erst Nee, bauen das kann. kannst du nicht später erst bauen. Das müsste man jetzt schon bauen können, weil alleine schon Bettler auf dem Weg hierhin sind. I don't know. Minisa. So. Das ist doch nicht wahr. Ich kann eine große Statue bauen. Mit meinen Kräutern, irgendwie passiert ja nichts. Rain hier. Gott, ich freue mich schon drauf, wenn ich die Papiermühle und sowas bauen muss.
Okay, die Weizenfarm kann ich zumindest schon mal bauen. Also ich mache jetzt 350 plus. Ich habe 1548 Leute. Obdach gewähren, ne? Aber ich habe halt auch keine Kriegsschiffe oder solchen Spaß. Leute, hast denn du? Alter! Die Typen, die würden hier ankommen, das sind 166 und die würden sich mit... Nee, warte, meine Bevölkerung würde sich mit 7000 Gold erkenntlich zeigen. Ihr kommt rein, ihr Vogelköpfe. Nee, warte mal, die zeigen sich nur erkenntlich, wenn du die nicht reinlässt. Was? Ernsthaft? Leben hier ja, auch die Adligen wollen Mann, die ja nicht. Das sind ja Mann. Penner. Aber das Problem ist halt, wenn du das ein paar Mal machst, dann kommen die Penner mit Mistgabeln und dann musst du Militär bauen. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Hast du die jetzt reingelassen oder wie? Ja. Ja. Ach, was soll der Geiz? Kommst du halt eh nicht drum rum. Ich bin gerade ein bisschen planlos. Hab ich jetzt auf dieser Insel hier eigentlich Flussplätze? Natürlich nicht. Zahnloses, altes Vieh. Mann, die Güte. Hier oben Flussplätze. Ein gutes Geschäft. Ja, es ist super, dass du mir was abnimmst. Ach, schon wieder einen daneben. Zu wenig gibt's. Brauche ich auch für Item Papier irgendwann. Moment mal. 1, 2, 3, 4, so. Assi. Also die Flussplätze sind wirklich, das ist richtig assi. Inwiefern gibt's zu wenig davon, oder was? Ja. Wow. Es gibt halt so wenig Inseln. Das die Problem ist ja, du brauchst ja bloß eine verschissene gemacht. Insel, wo die drauf sind. Ach Gott. Ich brauche nochmal eine Finanzspritze. Ja, okay, soll ich euch das Geheimnis meines Erfolgs? Lass mich bloß in Ruhe. Bestimmt ist es von äußerster. Der Sultan wäre ein Held, sagt der Sultan. Wäre was? Erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Sulti will irgendwas haben. Was will Sulti haben? Ah, 9 Tonnen Weizen. Ich schaff den. In der Zwischenzeit überlege ich mir. Also, ich brauche eine Salzmine. Was? Dann brauche ich eine Saline, die braucht Kohle. Dann brauche ich... Zwei Mitspieler lösen ihr Handelsabkommen. Ach, das ist ja mal spannend. Was ist passiert? Die Marie und der Schmalzi haben ihren Handelsvertrag aufgelöst. Nett. Vielleicht bomben sie sich gegenseitig weg, wenn wir Glück haben. Das wäre mal wirklich cool, ja. Habe ich denn überhaupt Salz auf dieser Insel? Ah, habe ich das sogar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ach, Turbos. Ach, der will Werkzeug und Holz haben. Oh Mann, ey. Kriege ich jetzt auch die Schnibbidi-Wib. Du machst den alten Sack mit dem Weizen, ne? Ja. Ja, das ist gut. Dann kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren. Eine Bierfront aus. Weiß, dass ihr Lederwämse haben wollt. Warum wird denn hier kein Bier produziert? Gut. Aber es dauert einfach ewig. Ja, Bier dauert relativ lange, bis die Produktion gut anläuft. Ich muss jetzt zum Beispiel noch ewig und fünf Sie Tage warten. Die Insel eines Mitspielers entdeckt. Bis ich mal die nächste Brauerei bauen kann. Und dann kommt der gleich. Bräuchte eigentlich nur eine. Ich brauche noch eine Insel. Eigentlich ist es fast egal, was man darauf anbaut. Ich brauche einfach nur Platz. Weil diese niftliche Insel, die ich jetzt bei mir gegenüber habe, die ist halt kack. Die Insel, die wir uns teilen, die würde ich mir gerne für das Bier und so aufheben. Ich fürchte, ihr habt diese Angelegenheit etwas unterschätzt. Was? Ach, du hast die erfolgreich beendet und der pimmelt mich an, oder was war ich das? Dieses Mal ist eines meiner besten. Exakt. Alles gut. Was für ein Arschloch. Wieso pimmelt er mich an, Mann? Ist alles deine Schuld. Verbitterter alter Mann, nennt ihr mich? Willkommen zurück,
Halt, das war das falsche Menü. Die Anwesenheit des Großveziers Al-Sahir zeigt deutlich, dass der Sultan an diplomatischen Beziehungen... Es beschämt mich, als Bittsteller vor euch zu treten. Alter, wo soll ich einen 6000 hernehmen? Bist du bescheuert? Eure Entscheidung zutiefst. Ihr seid nicht die Art von Geschäftspartner. Es ist mir unangenehm. Geh weg mit deinen 6000 Forderungen. Ich kann dir nicht mal 600 geben, ja? Also. Oh Mann, ey. Du weißt doch, ich krebs immer am Limit rum. Merk schon. Ich hab nicht mal genug Holz auf der Insel. Voll mit Holz. Eigentlich könnte ich ja mal irgendwas schlafen legen. Gehören zu den schnellsten in der bekannten Welt. Ein Mitspieler hat neues Land. Boah, das nervt. Muss mir jetzt echt schon... Alter, der hat sich die kleine Pupsinsel da unten geholt. Ne? Ja, wer weiß, was es da gibt, ne? Das ist halt immer so eine Sache. Da gibt's halt meistens, was es da gibt. Ich meine, du musst ja nur drauf gucken und dann weißt du, was es da gibt. Ja. Man weiß ja nicht, was er braucht. Darum ist es schlecht. Ah, schneller, Chef! Warum Gold, Kupfer dazu? Was kriegt er? Lehm, Zuckerrohr und Kaffee. Der Handelsvertrag zweier Mitspieler besteht nicht länger. Oh, jetzt hat es dir gegeben. Assalamualaikum. Es ist mir wie immer eine Ehre. Euer Bemühen wird eines Tages. Ganz schlimm, ich bin zutiefst getrübt. So. Kann man nicht irgendwie Diplomatenrollen oder sowas zu den Typen auch hinschippern? Weiß ich nicht. So. Ich mal auf Inselsuche hier. Ist bei dir noch irgendwie ist zwischen der Hauptinsel von dem Schmalzi und da rechts noch irgendwie was? Bringt euch nicht selbst in Schwierigkeiten. Wo rechts? Kann man hier Markierung setzen? Ich glaube nicht. Ich meine, du hast ja deine Hauptinsel und unter der so rechts schräg drunter ist ja. Eine gar vergnügliche Entwicklung. Insel von Schmalzi, so. Ja, da rechts daneben. Da habe ich noch nicht erforscht. Ist da noch irgendwie eine normale Nordinsel? Da ist noch eine Nordinsel, die ist aber auch von Schmalzi. Nee, die ist nicht von Schmalzi, die ist von Mariechen. Ja, die sehe ich, aber da ist halt, da, also quasi da drunter ist noch eine Insel. Das ist aber so ein langgezogener Schlauch, aber hier gibt es auch einen Fluss drauf. Naja, dann... Mit drei Plätzen. Das ist Getreide, kannst du hier drauf auch anbauen. Ja gut, mein Schiff ist unterwegs, aber das wird erst in der nächsten Folge. Ist schon wieder soweit. Ja. Tja, schade aber auch. Mensch, es geht immer so schnell rum. Ja, schlimm. Gott. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, ne? So wie immer. Ja, nur beim Ohare nicht. Bei dem doppelt. Doppelt nach unten, wolltest du sagen. Doppelt nach unten, ja, ist auch nach oben, oder nicht? Minus mal Minus ist Plus. Nee. Ah, ja. Ach komm, bis, nimm's nicht so schwer. Bis zur nächsten Folge. Was ist euer Begehr? Was behauptet ihr da? Meine wissenschaftlichen Theorien seien Hochstapelei? Ich kann euch einiges bieten. Wenn ihr mit mir... Bravo!